weil die zu hoch ist. Außerdem hält sie nochmal gut das Doppelte von dem aus, was eine normale Walnuss aushält. So. Wir sind im Level 3.9. Und ich würde sagen, wir bauen das nochmal so ähnlich auf wie vorhin. Nur, dass ich diesmal Zombonis dabei habe, was mir jetzt überhaupt nicht gefällt. Aber gut, ich krieg die Stabhochsprung-Zombies und die Delfinreiter-Zombies mit den Hochwalnüssen abgewehrt und der Rest sollte sich ausgehen. Stabhochsprung-Zombies sollten ab einem gewissen Punkt sowieso nicht mehr durchkommen. Das heißt, ich muss die Hochwalnüsse nur irgendwo hier vorne hinbauen. Für die Delfinreiter-Zombies, weil die einfach zu schnell sind. Und ich frage mich, wie viele Wellen wir haben. Ich hoffe mal 3. Ja, wir haben 3, das ist sehr gut. Selbsterklärend. Hinbringen.
reingerannt. Hab gar nicht gemerkt, dass der da noch gestanden hat. Zeigen wir mal, wie effektiv der Rotwaldnuss ist. Weil da kommt der Gute nicht mehr drüber. Stabhochsprung-Zombies kommen sowieso nicht mehr bis ganz nach vorne. Und die Delfin-Zombies können jetzt nicht mehr drüber springen. Ich kann also mal sagen, die Verteidigung steht, mehr oder weniger. Ich baue jetzt nur hier vorne noch eine Reihe rein. Diamanten. Das finde ich jetzt aber nett von dem Zamponi, dass er mir so einen hinterlässt. Zu Diamanten sage ich sehr schwer nein. Die Zombies sind aber sehr spendabel heute. Mann, wie weit der kommt mit dem ganzen Feuerballgeschuss. Ja, gar nicht mehr so weit. Die unterste und die oberste Reihe sind sowieso die, die am besten verteidigt sind. Nachricht. Hallo, wir haben von deiner Poolparty gehört. Finden wir lustig. Komm rüber. Herzlichst die Zombies. Ach, ist aber nett von denen. Und wir haben das letzte Pool-Level. So, und ich krieg zuallererst ein Seerosenblatt. Das finde ich ja sehr toll. Wäre jetzt langsam mal mit einer Pflanze, mit der ich gegen die beiden Zombies da schmeißen könnte. Sowas zum Beispiel. Langsam wird's ja was.
das Unterholz freuen. Wenn die Eisspur hier lang genug liegt. Zweite Welle. Wir haben ja drei dieses Mal wieder. Schauen, ob sie da jetzt überhaupt noch durchkommen. Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall kriegen wir hier einen neuen Pilz und da wir jetzt einen Pilz bekommen, dürftet ihr alle langsam wissen, was das bedeutet. Der Meerpilz. Wasserpflanze, die über kurze Entfernung Sporen verschießt. Und wer bitteschön kann mir jetzt sagen, an welchen Pilz uns das hier erinnert? Das ist nämlich genau das gleiche wie der Pustepilz. Früher nannte man mich Nebelmann, weißt du? Weil ich mich immer im Nebel versteckt und da die Leute erschreckt habe. Ach, das waren Zeiten. So, wir sind mit dem Pool-Level fertig. Jetzt kommen die Nebel-Level und das sind meine persönlichen Hass-Levels, will ich jetzt mal behaupten. Und ja, ich werde euch das einfach mal am Hand vom allerersten Nebel-Level zeigen, was ich damit meine. Wir haben jetzt allerdings dafür den Vorteil, dass es wieder Nacht ist und wir unser ganzes Pilzrepertoire wieder benutzen können. Das ist der größte Vorteil, den wir jetzt haben.
nicht sicher. Ist der Springteufel-Zombie schon neu? Ja, der ist schon neu. Der ist auch ganz schön fies. Ja, dann... Das sollte es erstmal tun. Das ist das, was ich an den Nebel-Level nicht mag. Der Nebel. Wer hätte gedacht, ne? Ich hasse es nämlich, wenn ich irgendetwas nicht sehen kann. Ich sehe bestenfalls in der obersten Reihe, was kommt. Alles andere sehe ich nicht. Nur eine einzige Welle, also lohnt es sich für mich nicht, eine zweite Reihe Pilze aufzustellen. Dafür haben wir jetzt aber dafür auch keine nervigen Grabsteine mehr. Springteufel-Zombie. Man muss immer nur hoffen, dass er nicht explodiert, weil das kann gelegentlich passieren. Ich weiß nur nie genau wann. Ja, so heißt das Teil nämlich. Es beleuchtet ein Gebiet und lässt dich durch den Nebel sehen. Ja, da kriegen wir auch schon die erste Pflanze, die uns gegen den Nebel hilft. Aber ich mag sie nicht besonders, weil man sie leider auch noch beschützen muss. Aber ich möchte hier an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Ich mache beim nächsten Mal dann weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Plants vs. Zombies. Bis dahin, viel Spaß. Und tschüss.